Hallo. Ach, Gott sei Dank Feierabend. Aber ist Gott sei Dank. Heute war's wieder ganz so schlimm, obwohl. Eine Zeit lang bin ich schon ein bisschen ins Ruder gekommen. Das Teil ist, glaube ich, rein von der Theorie einfacher wie das, was ich vorher gemacht habe. Also mit dem Messer bin ich auf jeden Fall viel schneller durch. Aber ja, trotzdem irgendwo Katastrophe. Du machst ja die erste Seite und dann holst du es raus, dann legst du. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall, wenn du die erste Seite in Werkzeugwechsel hast, dann dauert es relativ lang, bis du das erstmal messen kannst. Und wenn die erste Seite rauskommt, kannst du die Durchmesser eigentlich gleich messen, aber die Höhe haltet. Und die haben es halt schlichtweg vergessen, die Durchmesser zu messen. Und die war halt nicht zu klein, die war halt schon in der Toleranz drin, aber halt untere Toleranzgrenze. Und dann hat das Teil irgendwie im Halter nicht mehr richtig gespannt. Da war die erste Teile, was rausgekommen sind, mit der Bearbeiter der ersten Seite auf einmal zu lang. Dann haben die das korrigiert, kürzer, haben dann auch gemessen, dass der Durchmesser zu klein ist, haben den größer gemacht. Und dann sind die nächsten Teile rausgekommen. Jetzt war die zu kurz. Ja, ich denke, das kann doch jetzt sein. Haben die es doch korrigiert von lang auf kurz, auf Mitte-Toleranz, und ums Doppelte hat sich verstellt, dass sie an der unteren Toleranzgrenze war und auch schon drüber. Und ich weiß es nicht, aber ich glaube, das hat was mit dem Durchmesser zu tun, dass es in der Spannzange einfach da der Durchmesser untere Toleranzgrenze war, wahrscheinlich jetzt richtig Kurve hat und sich irgendwie verschoben hat dann. Ja, und von dem her habe ich halt dann ja, sechs Teile letztendlich Ausschuss gibt. Polizei hinter mir her, oder? Blendet mich. Zeig, meint ja nicht austrickst, aber ne. Sind schon wieder hinter mir. Aber da jetzt auf B30 fahren, die vermutlich hit, wird es hier gleich los sein. Ah, doch, Alter, die kommen halt auch da hinter mir her. Lass ihn mir da hinterher fahren. Ja, nur wenn ich, da bin ich halt dann ein bisschen ins Trudeln gekommen, weil ja, weil es einfach scheiße ist. Dann an der anderen Maschine, da habe ich dann so einen Zirkularfräser drin, den habe ich größer gestellt. Und auf die nächste Runde habe ich Teile zum Messer bringen müssen und habe dann eins zum Messer reingebracht. Und habe dann aber gleich noch bei mir in der Maschine eins gemessen auf die Zirkularfräsung. Jetzt war die zu klein. Und ich denke, das Teil, was jetzt beim Messer war, da war es aus, das ist dann auch zu klein. Da muss ja
Sperre bis zur letzten Messung. Und das war aber wiederum okay. Also ist das genau bei dem Teil gebrochen, wo ich dann nachher gemessen habe. So dass ich eigentlich ja fast keinen Ausschuss gehabt habe. Polizei geradeaus weiterfahren. Jetzt fängt sie doch voll an zum Regnen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, solche Maschinen, das halt. Die sind so viele Ticker, so viele Sachen, wo man letztendlich irgendwo beachten muss, wo man dann aber halt erst weiß, wenn man länger an einer Maschine ist. Jetzt weiß ich zum Beispiel, dass ich den Durchmesser, den unteren, nicht zu klein fahren darf, weil sonst rutscht mir das Teil in der Spannzange. Wahrscheinlich vermute ich mal, dass dann die Teile nachher letztendlich zu groß werden. Anders kann man das wieder klären. Ja, und die muss jetzt unbedingt mal so ein Fensterreiniger mit ins Auto nehmen und meine Scheibe vorne mal putzen. Das könnt ihr eigentlich theoretisch im Geschäft machen. Da haben wir Papier da haben wir Fensterreiniger in so Spraydose. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, wie stark es regnet. Aber so stark hat es vorher bei uns im Chef geregnet, da hat man es im Dach oberkürft. Da hat man gemeint, die Welt geht unter, aber 5 Minuten davor war nichts. Und jetzt, wo ich gerade aus dem Chef rausgegangen bin, hat es auch wieder bloß noch genieselt. Das heißt, das Wetter ist. Es zieht Richtung zu mir nach Hause. Wenn ich Glück habe, fahre ich schnell durch das Wetter durch und muss gucken, dass ich dann schnell aufsteige. Oder das Wetter, das hockt schon bei mir daheim. Man könnte theoretisch 5 Minuten warten, bis es vorbeizogen ist, oder ich steige aus und werde nass. Und ich glaube, ich steige aus und werde nass. Das wird wahrscheinlich vom Lied sei. Ah, das Mikrofon, da haben wir das Kabel gerade noch mal weg rum. Ist auch Käse. Das Kabel, das hängt da leicht durch und immer wenn ich irgendwie eine Heizung will, irgendwas umschalte, dann halt das Kabel im Weg. Ich muss aber im Gebläse rumspielen, obwohl sie geht, aber irgendwie war meine Scheibe doch ein bisschen freier, als wenn sie läuft. Wenn ich jetzt so fahre, stürzt mich gar nicht groß, aber wenn mir ein Auto entgegenkommt, dann sehe ich, wie verschmiert die Scheiben sind und sehe von der Straße mir auch viel. Das ist Käse. Ja, irgendwie hat das Video halt gar keinen richtigen Content. Ich bin jetzt eigentlich froh, dass ich morgen Nachtschicht habe. Das heißt, ich habe morgen Mittag frei, könnte morgen theoretisch mein neues Auto ausprobieren. Wenn es jetzt aber heute regnet, das heißt,
dann morgen ist alles nass, dann kann ich, wenn ich fahren will, irgendwo in der Matsche fahren und da habe ich echt keinen Bock drauf. Man hat es jetzt halt regnen müssen. Ich will nicht, dass das neue Auto gleich spicke dreckig wird. Das war bei meiner letzten Gratrundfahrt, war das echt super, da war es trocken. Da bin ich durch den Acker durchgefahren, was mega Laune gemacht hat. Und dann hat es der Dreck zwar hinter rausgeschleudert, aber das Auto selber ist sauber geblieben, weil der Dreck halt trocken war. Wenn es nass ist, wenn das so ein richtiger Matsch ist, obwohl jetzt in der Kieskuppe, ey, da sieht das Auto halt immer aus unter aller Sau. Das ist eine echte Katastrophe. Jetzt haben wir einen Dampfstrahler daheim, wir haben das Auto daheim jetzt ja abdampft, weil wir ja das Ritzel umbauen wollten und das ist halt schon angenehmer, um ein sauberes Auto zum Schaffen, als hier immer spicke dreckiger. Und danach bin ich am Akku rumgefahren, das Auto ist aber immer noch sauber. Ich habe das jetzt ja auch gestern mit ins Wohnzimmer genommen. Man hat ja den Regler ausgebaut und den Lenkserver und hat das ja jetzt eingeschickt. Bin mal gespannt, ob der Händler sich dann bei mir meldet und sagt, die können auch einen stärkeren Lenkserver kaufen oder ob die das einfach ersetzt oder wie auch immer und mir wieder zuschickt. Was ich mir dann auf jeden Fall besorgen muss, ist ein starkes doppelseitiges Klebeband. Es ist auch kein doppelseitiges Klebeband, was ich da drauf habe. Das ist so ein richtig schwarzer, dicker Kleber quer. Ist wahrscheinlich ein Klebeband, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall kein normales Klebeband, was ich jetzt eigentlich so kenne, wo man halt einfach zwei Sachen zu machen. Ich hätte den Deckel mitschicken können, wo es draufgeklebt war. Aber das wollte ich dann doch auch, weil, ja, keine Ahnung, nachher kommt der Regler wieder zurück und ich vergesse den Deckel mit zum Sticker oder was auch immer. Was wahrscheinlich nicht passieren wird, aber man weiß es halt nicht. Oh ja. Auf jeden Fall haben die mir ein Versandetikett zugeschickt, dass ich das versandkostenfrei wegschicken konnte. Das ist schon mal echt schlecht, weil ich habe ja, wo ich es bestellt habe, für den Versand jeweils 6 Euro zahlt, für das Auto 6 Euro zahlt und für den Stecker nachher 6 Euro zahlt. Das fand ich schon mal echt schlecht. Ich weiß gar nicht, ob das Gesetz die ja so vorgeschrieben ist. Ich hätte jetzt eher damit gerechnet, dass die sagen, die soll es denen nicht zustecken. Aber was die dann nachher draus machen, bin ich auch mal gespannt. Aber mein Regler, der ist nicht mehr ganz so fit, der hat da haben die Lüfterblätter haben schon ein oder zwei Blätter verloren, Flügel, wenn halt einfach Kiessteine reingekommen sind, da muss ich dann eh gucken, dass ich da irgendwie ein Netz oder irgendwas davor spannen kann. Mesh, Netz, irgendwas. So, ich bin daheim. An dieser Stelle beende ich jetzt auch das Video. Gute Nacht. Tschüss.